herzlich willkommen zur 13. Nationalen Maritimen Konferenz unter dem Motto Standort stärken, Klimaschützen, Zukunft gestalten. Die Zeiten, in denen die Häfen, die Seeschifffahrt und die maritime Wirtschaft zwar wahrgenommen, aber nicht wichtig genommen wurden, die sind vorbei. In den aktuellen Krisen haben sie alle hervorragend funktioniert. Dafür sage ich heute Danke. Das ist eine tolle Branche, von der Meerestechnik bis zum Schiffsmakler, bis zum Schiffsmechaniker, bis zu all den Arbeitsfeldern, die da sind. Und da kann ich sogar was Gutes leisten für den Planeten, nämlich das Klima zu schützen. Wir brauchen eine gemeinsame Stärke. Wir brauchen eine verschworene, eine starke maritime Gemeinschaft, die die Zukunftsaufgaben gemeinsam angeht. Ein Ziel, das uns alle eint, die Einsatzbereitschaft der deutschen Marine. Denn am Ende wollen wir doch alle, dass die deutsche Marine mit modernen und durchsetzungsfähigen deutschen Booten bzw. Schiffen unsere Werte und Interessen verteidigt. Das Deutschlandtempo, das gilt beim Bauen, aber das gilt eben auch zukünftig bei der deutschen Flagge. Das wollen wir mitnehmen. Wir müssen hier entbürokratisieren. Wir müssen schneller werden. Es ist ein neues Denken, das auch rechtfertigt, dass man bestimmte Entscheidungen gegen die reine Lehre der Ökonomie trifft und entsprechend dann auch politisch, auch finanziell unterstützt. Die Chancen, die sich ergeben, für Antriebe wie Konverterstationen, für Spezialschiffe zu ergreifen und die Häfen als Teil dieser Infrastruktur neu zu denken und entsprechend zu bauen, dann haben wir ungefähr die Aufgabenpalette der nächsten Jahre vor uns. Wir sind in einer globalen Wettbewerbssituation. Stellen wir uns dem Wettbewerb, aber mit breiter Brust und mit dem Vertrauen darauf, dass wir diesen Wettbewerb erfolgreich bestehen werden, weil Sie in der Vergangenheit so erfolgreich waren. Vielen Dank.